Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ja, was auch immer, ne? Ich habe hier einen kleinen Karton, was ich mir online bestellt habe und ich war dann auch selber nochmal beim DM gewesen und wir schauen uns an, was es alles geworden ist. Einmal habe ich von Alverde eine Mundspülung mit Nana-Minze. Da habe ich schon viel Gutes von gehört und die wollte ich jetzt auch selber mal austesten, weil ich mag diese scharfen Mundspülungen nicht. Ich rieche mal dran, wie das so riecht. Das riecht sehr angenehm, also es riecht wirklich sehr nach Minze und ich liebe ja Minze. Bin ich gespannt. Ich hoffe, das ist nicht zu scharf. Ich mag nämlich nicht, wenn das so zu scharf ist, dann kann ich das nicht so lange im Mund behalten. Dann habe ich einmal von DM Bio Himbeer-Reiswaffel mitgenommen. Wollte ich mal austesten, hatte ich noch nie. Bin ich gespannt. Dann von Babylove Wassermelone und Banane in Apfel. So ein Quetschi. Wollte ich unbedingt mal probieren, weil da Wassermelone drauf stand. Und ja, so zwischendurch mal, ne? Von Colgate Max White eine Zahnpasta. Die sieht so aus. Ja, will ich mal ausprobieren. Lila, ich liebe Lila und es hat mich sehr angesprochen. Dann zweimal von Balea Copacabana Maske. Werde ich mal austesten, wie die so ist. Dann habe ich von TTZ Muskel Vital Wärme Balsam gekauft. Das habe ich eigentlich aus der Apotheke jetzt mitgenommen, aber das gibt es auch beim DM. Also online habe ich das schon gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch in dem DM selber das gibt. Ich habe das auch schon zu Hause und das, was ich zu Hause habe, ist schon ja länger geöffnet, würde ich mal sagen. Das ist auch gut, aber ich dachte mir, das ist schon fast leer, dass ich das vielleicht mal austausche. Wenn ich mal verspannt bin, dann benutze ich sowas gerne. Das hilft sehr gut, das wärmt auch. Also da darf man nicht zu viel nehmen, sonst brennt es, aber das ist wirklich sehr gut. Dann habe ich von Balea Body Creme Copacabana, hat mir meine beste Freundin mitgebracht. Habe ich jetzt 3 Flaschen von. Dann habe ich mir bestellt Shimmer Lotion von Copacabana, die sieht so aus. Bin ich wirklich sehr gespannt. Wir schauen mal rein, oder? Und die riecht auch so gut. Da erkennt man nicht viel, also, aber man sieht so ein bisschen, dass es schimmert. Ja. Habe ich mir mit bestellt. Dann habe ich mir auch dieses Schimmerspray auch mit bestellt gehabt. Ist noch hier zugeklebt worden. Das sieht so aus. Und da kann man sehen, dass es wirklich sehr krass ist. Ne? Das kann man vielleicht im Urlaub oder so gut auf die Haut drauf machen, wenn man schon gebräunt ist. Ja. Wollte ich unbedingt haben. Dann habe ich mir von Nivea Nature Fresh mit Wassermelone, Minze, Kokosmilch ein Duschgel bestellt. Das wollte ich auch wegen der Wassermelone haben und das riecht so gut. Es riecht wirklich sehr gut. Da freue ich mich drauf, das zu benutzen. Ein paar Masken von Balea Tuchmaske Kaktus. Die sieht so aus, habe ich auch schon zu Hause, das ist eine zweite, das habe ich von meiner besten Freundin bekommen. So wie die Sweet Melon Maske, die ist auch neu. Jede Haut, fruchtig frische Verwöhnformel mit Wassermelone-Extrakt pflegend. Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Dann habe ich hier von Kokostar eine Slice Mask, habe ich auch von meiner besten Freundin bekommen. Und dann von Alvira mit Q10 und Vitamin C und E. Eine Tuchmaske, ich glaube, die war vom Action. Dann habe ich einen Duschgel von Palmolive. Körper und Geist revitalisiert. Algen und Lotusblume. Und das riecht auch so gut. Ich finde, das riecht mega. Ja, habe ich mir auch nochmal gekauft. Und dann kommen wir zu dekorativer Kosmetik. Da habe ich mir von Trend It Up ein paar Produkte bestellt. Das ist einmal ein Face Bronzer. Der sieht so aus. Ich finde, das erinnert auch ein bisschen an die Bloom Baby Bloom LE wegen der Aufmachung innen drin. Ich finde das mega schön.
So, das ist jetzt die Farbe hier. Und dann habe ich mir einen Body Bronzer bestellt. Der sieht auch mega schön aus. Das sieht hier aus. Man braucht bestimmt so ein Riesenteil gar nicht auf, aber ja, ich wollte es unbedingt haben. Und dann habe ich noch mal mir einen Lippenpflegestift noch mit bestellt von dieser Train It Up Blooming Summer. Das sieht so aus. Das ist hier die Farbe. Das ist einfach so eine Schimmerfarbe, aber ich finde, das als Topper kann man das auch sehr gut verwenden. Und ich finde, das sieht mega schön aus, ne? Ja. Und dann wollte ich nochmal euch zeigen, was ich mir bei Kleiderkreisel bestellt habe. Und zwar war ich da so lange hinterher. Und das ist dieser Barbie MAC Lippenstift. Den habe ich jetzt bei Kleiderkreisel bekommen. Bei der Rossmann war das so schnell ausverkauft. Und ja. Das ist die Farbe. Das ist der Swatch. Und ich finde den Lippenstift so schön. Und ich werde mir auch die Verpackung hier aufbewahren, weil da Barbie draufsteht. Ich werde mir das auch so reinstellen. Endlich habe ich es. So, das war's schon mit meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!